So, ich melde mich zurück mit Let's Play Jackin. Ich habe jetzt das Messer bekommen. Das habt ihr leider nicht mitbekommen. Da ist eine kleine Aufnahme, einen kleinen Aufnahmefehler mit Fraps gab. Und zwar muss man einfach dieses Kästchen hier unter die Kufen von dem Schaukelpferd legen. Und das Schaukelpferd dann anstupsen und schon knack ist es offen. Und damit werden wir wohl jetzt hier das Seil durchschneiden können. Zu hoch oben. Dann kletterst du halt noch weiter hoch. So. Und los geht's. Upsala. Schanipp. So. Raus aus dem Fenster. Aha, daher hat Jack also seine Angst vor Höhlen. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Bis auf die ganzen Ladebildschirme. Die sind teilweise echt übertrieben. Was? Oh je. Säuft er das Zeug? Er säuft das Zeug. Also so im Sinne von Alkoholismus und so. Jetzt gerade zum Beispiel, dieser Ladebildschirm vorhin, der war doch sowas von unnütz, oder? Ich meine, nur dafür, dass man sieht, dass Jack das Zeug trinkt und oh je sagt. So ein langer Ladebildschirm. Ich finde, das war derbe übertrieben. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Kapitel 10: Nachforschungen. Jack hat gesagt, ich wäre es, die auf der falschen Seite steht. Stehe ich wirklich auf der falschen Seite? Ist der Doktor ein böser Mensch? Aber er respektiert mich doch. Endlich jemand, der mich ernst nimmt. Ich werde mich umsehen und Beweise für Jacks Anschuldigungen suchen. Ich sollte mit dem seltsamen Schrank in meinem Zimmer anfangen. Okay. Das ist zu fest. Tontaum schießen. Nee, ehrlich? Okay. Ehemals eine Taube aus Ton. So, ich werde jetzt dann auch gleich zum Ich Zimmer sollte es gehen. nicht benutzen, ohne irgendwas drunter zu stellen. Ja. Gut. So. Affengeneral. Oh, ein Bild von Amanda. So. Büro des Doktors. Amandas Zimmer. Okay. Ah, das finde ich mal ganz nett, dass die da endlich Seltsam. mal. Die Tür scheint von innen verschlossen zu sein. Wie ist das möglich? Ich muss mehr herausfinden. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Tja, geht nicht. Ich wollte sagen, dass sie da mal ein bisschen drauf eingehen, was zu tun ist. Dadurch ist es nicht ganz so dramatisch schwer immer. Weil teilweise ist es ja wirklich übertrieben. So. Die Tür ist leider verschlossen. Okay. Wir suchen aber einen jemand, der uns hilft. Hat sie ja gesagt. Vielleicht kann uns jemand Der weiterhelfen. Raum ist abgeschlossen. Zwei filigrane Zeiger zeigen die Uhrzeit an, allerdings falsch. Okay, ich denke mal, mit der Uhr wird auch nachher was zu tun sein. Ist bestimmt wieder einer dieser üblichen. Oh.
Geheimtüren, so, das wollte ich sagen. Mrs. Thatcher wieder angerannt kommen, worauf ich gerade nicht so scharf bin. Hallo, Gorilla. Hey, Gorilla. Ja. Okay, das hat nicht wirklich einen großartigen Effekt. Hallo. Ich weiß wirklich nicht, warum der Doktor dich hergeholt hat. Aber eins sage ich dir. Wenn ich dich dabei erwische, wie du irgendwelchen Unsinn anstellst oder irgendwas durcheinander bringst, dann mache ich dir die Hölle heiß. Und ich kenne kein Erbarmen. Ich bin die neue rechte Hand des Doktors. Welche Hand sind Sie? Pass bloß auf, Göre. Egal, welche Hand ich nehme. Die fliegen dir beide noch recht flink um die Ohren. Ich kann die linke Schranktür nicht öffnen. Können Sie mir helfen? Nein. Der Inhalt des Schrankes ist nicht für deine Augen bestimmt. Misch dich nicht in Dinge ein, die dich nichts angehen, hörst du? Und wo soll ich meine Wäsche aufbewahren? Da gibt es noch genug Möglichkeiten. Finger weg vom Kleiderschrank. Ich möchte Sie nicht länger stören. Und vergiss bloß nicht, wer hier Mitarbeiter des Monats ist. Ja, ja. Ist gut, alte Schachtel. Okay. Sie hat was dagegen, dass ich mir den Schrank angucke. Aha. Das Stück Holz ist lose. Ich kann es nicht bewegen. Okay. Wahrscheinlich, weil die Uhr da so steht. Aber das werden wir auch nachher noch ändern. Ich gehe hier nicht raus, ehe ich nicht weiß, ob der Doktor mich hintergeht. Okay. Na, was haben wir denn da noch? So. Ein Tuch. Okay. Was eine Tasche mit verschiedenen Werkzeugen, die ein Doktor so bei sich hat. Leider fest verschlossen. Kann es sein, dass hier irgendwie alles verschlossen ist? Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Tja, geht nicht. Ist ja nicht gerade. Enzyklopädie Botanica. Aha. Wenn ich vielleicht. Achso, ja, da lang. So. So, wenn ich jetzt vielleicht das Taschentuch nass mache. Tja, geht nicht. Nicht, okay. So. Ah ja, ein Regenschirm. Nein, danke. Nein, danke. Nicht besonders spannend. Nee, kein Voyeur. Okay. So. Ha. Hm.
Da ist doch irgendwas. Die andere Tür kann ich öffnen. Unwichtig. Das scheint nicht zu funktionieren. Tja, geht nicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Tja, geht nicht. Okay. Ein guter Platz, um die Waffe zu reinigen. Allerdings blitzt und blinkt sie schon. Ordentlich gedüngt. Das ist deine Tür. Ja, das müssen wir jetzt nicht mit jeder Tür versuchen. Der Raum ist abgeschlossen. Genug Licht und genug Schatten. Tja, geht nicht. Das funktioniert so nicht. Ach. Tja, geht nicht. Tja, geht nicht. Tja, geht nicht. Das funktioniert so nicht. Verdammt. Jacks Messer ist auf den Boden der Uhr gefallen, aber die Zeiger habe ich. Okay. Das scheint nicht zu funktionieren. Kriegen wir jetzt Jacks Messer wieder? Das scheint nicht zu funktionieren. Tja, geht nicht. Filigrane Zeiger, die nicht mehr ihren Zweck erfüllen. Damit kann ich vielleicht irgendeine Tür knacken oder so. Filigrane Zeiger, die nicht mehr ihren Zweck erfüllen. Entriegelt. Na, wie habe ich das gemacht? Oh, hi. Die Person muss sich selbst im Schrank eingeschlossen haben. Und sie hat eine Botschaft geschrieben. Verrat und Intrigen, ich halte es nicht mehr aus. Also hier stimmt doch etwas ganz gewaltig nicht. Ob der Doktor mich hintergeht? Ich hoffe nicht, dass das hier mein Vormieter war. Ich muss mehr herausfinden. Am besten im Büro des Doktors selbst. Was aber nicht ganz ungefährlich ist. Okay. So. Igitt, in meinem Kleiderschrank ist ein Skelett und die Tür war von innen verschlossen. Das kann nur heißen, jemand hat sich hier selbst eingeschlossen. Hallo? Das wichtige Geschäft ist getan. Zwei Bällchen Vanilleeis sind mein. Jetzt macht er wieder alles schmutzig. Ich hasse Fußspuren. Ich muss sie wegputzen. Weg, weg, weg! Solange die Vogelscheuche vor der Tür steht, habe ich schlechte Karten. Hm? Tja, geht nicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Vermutlich würde Mrs. Thatcher wieder an angerannt kommen. Worauf? Das scheint nicht zu funktionieren. Tja, geht nicht. Okay. Ich kann's nicht bewegen. Das Stück Holz ist lose. Tja, geht nicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay. Ich hasse Schmutz. Und ich hasse den Gorilla. Ich weiß nicht genau, was ich mehr hasse. Vielleicht schmutzige Gorillas. Aha. Ist es nicht Ihre Aufgabe, hier zu putzen? Meine Aufgabe ist es, diese Bruchbude in Schuss zu halten. Ich bin sozusagen für alles zuständig. Da haben Sie ja jede Menge zu tun. Es gibt immer etwas zu tun. Ich möchte Sie...
Werd nicht so frech. Okay, ich muss den Gorilla schmutzig machen. Das dürfte doch irgendwie zu machen sein, oder? Tja, geht nicht. Gesund und munter. Das scheint nicht zu funktionieren. Nur wie mache ich den so richtig schön schmutzig? Schöne Dekoration. Keine vertrockneten Blätter. Ordentlich gedüngt. Tja, geht nicht. Hätte er sein können. Muss ich jetzt vielleicht kurz raus? Ich gehe hier nicht raus, ehe ich nicht weiß, ob der Doktor mich hintergeht. Eine Tür.